Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von My Café im Angezockt. Ja, ich bin immer noch gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt. Ich nehme das Ganze wirklich im Voraus auf, bevor ich die Videos hochlade. Ja, ich bin ja immer noch sehr begeistert. Ich finde es total knuffig gemacht. Wie gesagt, ich war damals schon um einiges weiter, hatte hier schon überall Möbel stehen und so weiter und so fort. Aber gut, in Let's Play bzw. angezockt, habe ich mir gedacht, fängt man halt nochmal ganz von vorn an. Und jetzt sehen wir, uns fehlt hier schon wieder ein Tisch. Okay, dann kriegen wir nochmal eine Theke hier hin. Und ich würde sagen, nochmal einen Stuhl. Nee, nicht dahin. Ich würde sagen, eher hier so hin. Dann kann nämlich unsere gute Margaret auch essen und trinken. Wer bist denn du? Das ist Ben. Ah, ja stimmt. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit aus Versehen schon mit Mary erzählt, ohne dass ich aufgenommen habe. Und ja, sie hat gesagt, dass sie sich im Kino einen Film angeguckt haben und der war jetzt nicht so toll. Man ginge ja schließlich nur in schlechte Filme als junges Pärchen, um sich anderen Dingen der Tätigkeiten hinzugeben. Ja, und dann hat sie natürlich gesagt, der Ben wird uns wohl demnächst mal besuchen. Und da ist er schon. Hallo, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Ben. Mary hat mir von ihrem Kaffee erzählt. Machen wir uns miteinander bekannt. Ich kann Ihnen ein bisschen was von mir erzählen. Ich höre mit Vergnügen zu. Ich habe zwar ein schweres Schicksal, doch ein leichtes Gemüt. Ich wurde zufällig geboren. Nicht einmal meine Eltern wussten davon. Aha. Ich liebe Sport und war in der zweiten Leistungsklasse beim Schnellblinzeln. Alles klar. Und im Ernst, man kann sagen, dass ich auf der Suche nach Ruhm und Reichtum in Ihre Stadt kam. Verraten Sie mir, wo es die hier gibt? Oh, Sie sind schon lange bei uns in der Stadt. Lange genug, um das Mädchen meiner Träume zu treffen. Die schöne Mary. Ja, sie hat nur Gutes über sie erzählt. Wir werden ein tolles Paar. Ich muss sie irgendwie begeistern. Ich hab's. Ich lade sie zu einem Grillen ein. Mit Taucherausrüstung. Am Grund eines Schwimmbeckens. Vielleicht sollten Sie sich etwas Traditionelleres überlegen. Ja, das finde ich auch. Ich gebe zu, ich habe es übertrieben. Ich habe eine Idee, wie ich Sie wirklich beeindrucken kann. Ich werde Sie überraschen. Was für eine Überraschung! Dazu gehören Ringe, Gelübde, ein Priester und unsere glückliche Zukunft. Cool! Sie wollen ins Kloster gehen, jawohl! Wollen Sie das Gelübde der Ehelosigkeit ablegen? Nein, Sie wollen Mary einen Heiratsantrag machen? Das habe ich nicht gesagt. Jedenfalls noch nicht. Könnten Sie mir mit ihr sprechen und vorsichtig andeuten, dass es eine Überraschung erwartet? Ja, können wir machen. Hallo Mary. Ich habe mich gerade mit Ben unterhalten. Und wie finden Sie ihn? Ja, er ist ein Mann. Ja? Darüber habe ich vorher noch nicht richtig nachgedacht. Was hat er Ihnen erzählt? Er möchte Sie überraschen. Eine Überraschung? Er wird mir doch keinen Heiratsantrag machen, oder? Nein, dazu kennen wir uns noch nicht lange genug. Wenn ich nächstes Mal herkomme, erzähle ich Ihnen von der Überraschung. Okay. Ja, sehr cool. Oh, Starterpack. Oh, da kommt Werbung. Naja, ist ja auch üblich in so einem Spiel, ne? Hier gleich Kaffee nachfüllen. Meine Herren, ey, geh weg. Ich will hier nicht andauernd Werbung haben. Kann ja wohl nicht sein. Mary versucht zu erraten, welche Art von Überraschung Ben für sie plant. Sprechen Sie mit der jungen Dame, wenn sie das nächste Mal herkommt, um herauszufinden, worum es geht. Okay. Ja, ich soll mich immer noch mit den Leuten unterhalten. Und Margaret, eines Tages zeigte sie sich mit der Kette, die so viel wert ist wie eine halbe Stadt. Nach ihren Reden zu urteilen, ist Margaret viel gereist und kann viele Sprachen. Sie gibt gern verschiedene Ratschläge und liebt es, wenn diese befolgt werden. Okay, sehr schön. Käsekuchen. Okay, kriegst du einen Käsekuchen. Bitteschön. Ja, sehr cool. So, Margaret, good morning. Möchten Sie mir irgendwas Interessantes erzählen? Oh, ich war vor kurzem im Museum. In welchem Saal? Naja, ich war bei den Mumien, um meine Altersgenossen aufzusuchen. Kleiner Scherz. Oh Gott. Ich empfehle Ihnen, in die Gemäldegalerie zu gehen.
Und was ist mit an diesen Gemälden interessant? Interessant ist, dass die Mona Lisa von Leonardo da Vinci ausstellen. Aber die Sicherheit in unserem Museum ist miserabel. Meinen Sie, jemand möchte das Gemälde stehlen? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Okay. Margaret, kennen Sie Kafinski? Kaum. Als ich in diese Stadt zog, war sein Café bereits geschlossen. Wissen Sie irgendwas Genaueres? Nein, aber ich habe gehört, dass es mit der Schließung seines Cafés etwas Sonderbares auf sich hat. Ich könnte mich mal umhören, wenn Sie möchten. Oh ja, bitte. So, welche Getränke mögen Sie denn gern? Kaffee Americano mit Milch. Den würde ich sehr gern auch mal bei Ihnen im Café probieren. Ja, dann machen wir doch mal Kaffee Americano mit Milch. Kriegt sie? Warte, das müssen wir mal kurz warten, bis der fertig ist. Ja, Margaret. Ist ja gut. Ich beeile mich ja schon. So, Ben ist weg. Kaffee Americano mit Milch. Wir haben jetzt Kaffee Americano mit Milch. Möchten Sie ihn probieren? Mit Vergnügen. Für einen solchen Kaffee gebe ich Ihnen gern Diamant. Hier, nehmen Sie sie. Wie viel habe ich jetzt bekommen? Einen. Okay. Und was möchten Sie bestellen? Espresso, Vanilleeis und Käsekuchen. Okay. Espresso. Bestellung. Und Vanilleeis. Bitteschön. Sehr schön, damit ist sie glücklich. So, Mary, bist du immer noch da? Ja. Watson Holmes, hallo. Hallo Watson, warum sind Sie so nachdenklich? Ich versuche mich an etwas zu erinnern. Da gab es so eine Werbung für einen Tee mit irgendwas. Rind, Wind, Grind, Zimt? Der wird aus der Rinde des Baumes mit demselben Namen gemacht. Okay. Ja, genau. Mit Zimt. Haben Sie welchen? Klar haben wir Zimt. Also, Tee mit Zimt. Tee mit Zimt. Hammer. Wir haben jetzt Tee mit Zimt auf die Speisekarte geschrieben. Oh, der mit Baumrinde? Ausgezeichnet. Nehmen Sie Diamanten. Ich komme jetzt öfter hier vorbei. Tee mit Rinde. Yay. Das, was jeder haben will. Oh, hätten Sie gern etwas Besonderes? Oh ja, seit ich einmal Tee mit Zimt probiert habe, bin ich ein großer Fan davon. Ich habe sogar neue Rezepte gelesen. Zum Beispiel kann man ihm mit Zimt Kaffee Americano. Was? Zum Beispiel kann man mit Zimt Kaffee Americano mit Zimt machen. Da fehlt noch irgendeine Zutat, aber die habe ich vergessen. Kaffee Americano mit Zimt. Ja, den hatten wir ja schon. Okay. Zimt, Milch. Watson, wir haben jetzt Kaffee Americano mit Zimt. Oh, wunderbar. Und hier Diamanten für Sie. Mir gefällt es bei Ihnen. Ich komme auf jeden Fall öfter her. Okay, so kann man auch zu Diamanten kommen, ne? So, du bist immer noch in 5 Minuten fertig. Das ist ja echt, also weißt du. So, es gibt immer mehr Arbeit. Ich schaffe es nicht allein. Stellen Sie einen Kellner ein, der die Gäste an den Tischen bedient. Wenn Sie das schaffen, schenke ich Ihnen 5 Diamanten. Tippen Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf die Schaltfläche Menü. Es erscheinen mehrere Schaltflächen. Die unterste davon ist die Schaltfläche für Personalverwaltung. Tippen Sie sie an und wählen Sie einen geeigneten Bewerber aus. Was ist der Unterschied zwischen Kellner und Barista? Ein Barista kann alle Kaffeemaschinen bedienen, aber nur die Gäste an der Theke bedienen. Und ein Kellner? Ein Kellner bedient die Gäste, die an den Tischen sitzen. Aber er kann keine Getränke zubereiten und muss diese bei einem Barista bestellen. In Ordnung, muss ich noch sonst noch was wissen? Damit der Kellner mit seiner Arbeit beginnen kann, muss unbedingt ein Kellnertisch her. Okay, ein Kellnertisch, das ist der. Super. Und dann sollen wir hier hin und dann stellen wir noch wen ein. Nehmen wir Milena, Victoria. Was ist das? Überredenskünstler.
Wenn ein Gast ein Gericht zurückgehen lässt, kann der Angestellte ein anderes Gericht vorschlagen. Okay, ja, das ist gut. So viel habe ich nicht. Okay, wir nehmen sie. Ich habe nur keinen Tisch, oder? Ja. Einen Tisch für zwei kaufen und ausstellen. Okay, da brauche ich jetzt also Münzen. Das heißt, wir müssen unsere Leutchen bedienen. Oh, Kafinski, bewerten Sie bitte unseren neuen Fernseher. Oh, er ist wunderbar. Nun können die Gäste ihre Lieblingssendungen hier schauen und müssen das Café gar nicht mehr verlassen. Übrigens kann der Fernseher Ihnen auch zusätzliches Einkommen bringen, nicht nur die Trinkgelderhöhung. Sie können Diamanten für das Anschauen von Werbespots erhalten. Dazu tippen Sie einfach auf den Fernseher. Ja, okay, machen wir. Was möchten Sie bestellen? Vanilleeis, englischer Tee, Cupcake mit Zimt. Ein Vanilleeis. Bitte schön. Das habe ich schon wieder vergessen. Englischer Tee, Cupcake mit Zimt. Englischer Tee war mit Milch. Und ein Cupcake mit Zimt. Mit Zimt. Ihre Bestellung. Sehr schön. So, er ist in 5 Minuten fertig. Er ist in 5 Minuten fertig. Er ist in 5 Minuten fertig. Oh, Bill. Oh je. Hallo, Bill. Was kann ich für Sie tun? Oh, ich möchte gerne eine Spielshow moderieren. Dazu muss ich lernen, wie man interessante Fragen stellt. Sie können sie mir stellen. Ausgezeichnet. Ich denke mir jeden Tag ein paar Fragen aus. Und für richtige Antworten gibt es eine Belohnung. In Ordnung. Wie lautet Ihre erste Frage? Woraus wird Schokolade gemacht? Oh mein Gott. Aus Kefir natürlich. Ist völlig klar. Aus Kakao. Ja, ganz genau. Sie haben Ihre erste Belohnung verdient. 100 Münzen. Ich denke mir jeden Tag 3 Fragen für Sie aus. Okay. Quiz. Ja, machen wir doch mal. Was ist ein Fouet? Ach du lieber Himmel. Eine Fouet. Ich würde sagen, eine Tanzbewegung wegen eine. Oh, war richtig. Sehr gut. Machen wir doch mal weiter. Wir brauchen ja Geld, ne? Aus welchem Holz werden Streichhölzer gemacht? Ach du lieber Himmel. Oha. Außer Pappel? Oh, cool. Schnell wachsendes Holz, ne? Machen wir noch einmal. Was ist Zoologie? Ja, die Kunde der Tiere, das ist klar. Okay, sehr schön. Hey, da haben wir 300, 400 Münzen gemacht. Bill, kennen Sie Kafinski? Ja, ich war schon oft in seinem Café, bevor es geschlossen wurde. Warum wurde es geschlossen? Die Einzelheiten kenne ich nicht. Eines schönen Tages waren die Türen geschlossen und es hing ein Verkaufsschild daran. Wie ist er so? Ja, er ist sehr lustig und geistreich und er liebt Rätsel. Für mich zeichnete er zum Beispiel Gleichungen in den Kaffeeschaum. Wenn ich die lösen konnte, bekam ich einen kostenlosen Nachtisch. Gelang es Ihnen oft? Ziemlich oft, aber nicht immer. Kafinski kann einen mit seinen Rätseln ganz schön verwirren. Okay. Hallo, wir haben frische Cupcakes. Ja, die sind lecker. Ich sehe, Sie haben jetzt Zimt. Können Sie vielleicht Cupcakes mit Zimt auf die Speisekarte schreiben? Natürlich. Oh, ich kann es kaum erwarten. Cupcakes mit Zimt. Wunderbar. Wir haben jetzt Cupcakes mit Zimt. Prima. Ich richte ja bald WLAN ein, damit ich tagelang hier bleiben kann. Hier habe ich hier Ihre Belohnung für das Ausführen der Aufgabe. Ja. Sehr schön. Oh Gott, was ist mit Bill los? Er ist sehr mitteilungsbedürftig heute. Stimmt etwas nicht, Bill? Ich versuche mich an die Teepreise in Ihrem Kaffee zu erinnern. Wir können eine Speisekarte an die Wand hängen und die Preise draufschreiben. Oh, das wäre ausgezeichnet. Okay. Ist das Raumgestaltung? Einfache Tafel mit Speisekarte. Ja. Guck mal, die können wir doch bestimmt. Können wir die hier drüber? Oh, können wir nicht so? Warte. Haben wir auch eine kleinere davon? Ne. Ja, dann würde ich sagen, hängen wir vielleicht den Fernseher mal hier hin und gucken, ob wir diese Speisekarte denn da drüber kriegen. Ich will die da nicht hin, da kann sie ja keiner lesen.
So, jetzt hängt das Regal im Weg. Nerch. Oh, warte mal, ich kann da was erhalten. Sehr schön. Ja, cool, okay. Warte mal, kann ich das vielleicht auch hier rüberhängen? Ne, kann ich nicht. Würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir das hier hinhängen. Denn, ja, ich glaube, das ist ganz gut so. Sehr schön. Oh, jetzt ist er schon weg. Schade, sehr schade. Sie haben einen Helfer für mich angestellt. Ah ja, okay, da brauchen wir ja noch unsere Belohnungen. Sehr schön. Haben wir gemacht. Haben wir alles gemacht. Na, guck mal, geht doch vorwärts. Sieht zwar ein bisschen ulkig aus hier mit den unterschiedlichen Tischen. Ich kann auch immer noch nicht die zwei, also den Tisch für zwei stellen. Warte mal, wo ist denn sie hier? Ein Tisch für zwei, ne? Ah doch, guck mal, für 100. Holztisch für zwei. Ei je. Das machen wir noch. Aufgabe erledigt. Sehr schön. So, haben wir gemacht. Mit den Gästen soll ich mich immer noch unterhalten. Ja, aber der ist gerade nicht da, der gute Bill. So, Kaffee Americano haben wir gemacht. Und mit Mary reden, wenn sie wieder da ist. Gut, das würde ich aber sagen, machen wir in der nächsten Folge, denn unsere Zeit ist schon wieder abgelaufen. Ja, wir sind schon wieder ein Schrittchen weiter. Haben doch ganz schön was an Hintergrundwissen zusammengetragen in dieser Folge, möchte ich mal behaupten. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao.